Ja, moin! Johnny hier von Energy am Morgen. Ich habe die besten Stargäste der Welt eingepackt. Erstmal schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr die Zeit findet. Dankeschön. Hi. Ja. Dann würde ich erstmal sagen, großes Dankeschön für Cowlitz Hills, Senf aus Hollywood. Ich habe die Pilotfolge hören dürfen und ich bin verliebt. Erste Frage natürlich, wie kam die Idee? Jetzt, wo wir nicht mehr zusammen wohnen, haben unsere Freunde gesagt, ey, eigentlich müsst ihr dann mal ein Mikrofon aufstellen, wenn ihr mal wieder zusammen in den Raum kommt. Und natürlich ist da eine ganz große Offenheit und Ehrlichkeit, weil wir natürlich keinen Filter haben untereinander. Und um die letzten Hürden noch fallen zu lassen, trinken wir ja auch noch dazu. Das heißt also, somit wird es noch unverblümter. Ja. Toms Aufgabe ist, Alkohol mitzubringen. Habe ich das richtig verstanden? Das ist bei Bill natürlich nicht einfach, weil Bill gerne trinkt und auch oft trinkt. Und von daher kennt er einfach auch schon unglaublich viele Drinks. Und ich will ja noch irgendwie auch überraschen. Also ich mag gerne Espresso Martinis. Das ist mein Lieblingscocktail. Geil. Aber ich trinke eigentlich nicht alles ganz gerne. Ich trinke nur nicht so gerne, so Tom trinkt so puren Whisky und Tequila und sowas. Ja. Und so pur, das mag ich nicht so gerne. Da musst du aber auch mal durch. Ich bringe mal einen guten alten Whisky mit und den musst du dann auch mal. Das ist auch mal durch. Das ist nicht so mein Ding. Ich habe zum Beispiel darüber erzählt, dass das Datingleben von dir, Bill, aktuell ein bisschen anstrengend ist. Erzähl mal, warum. Ich glaube, jeder Single kann das gut nachvollziehen. Daten, also zumindest mir geht es so, ich bin auch Dauersingle, ist eigentlich nicht das Geilste. Also Dates sind meistens unangenehm oder man will unterschiedliche Sachen. Schnell geht es auch immer nur um Sex. Von daher ist es irgendwie so... Der Nächste, ne? Du so, ja, klar. Ja, also Sex kenne ich. Ja, also es ist so, ich finde, dass daten ist nicht so easy. Oder ich bin einfach auch nicht so gut im Daten. Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich auch mal ein paar, gibt es eigentlich so Dating-Coaches, so richtige? Keine Ahnung. Ja, du kannst mir schreiben. Also ich habe zwar keine Ahnung von nichts, aber sag einfach Bescheid. Bill, wen datest du denn aktuell? Also du hast ja schon mal gesagt, du hast gar keine so krassen Geschlechterpräferenzen. Aber wie bist du da unterwegs? Weil sonst würden sich entweder alle Männer oder alle Frauen jetzt bei uns im Sender freuen, wenn sie mal auch mal schreiben dürften. Momentan date ich überhaupt niemanden. Ich bin immer, es gibt niemand Festes in meinem Leben, nichts, wo man denken würde, oh, das könnte sich vielleicht ernsthaft entwickeln. Also außer One-Night-Stands ist nichts los bei mir. Das klingt nach L.A., also wenn ich ehrlich bin. Das habe ich schon so häufig gehört, dass es da einfach auch was tiefergehende Bindungen irgendwie alles ein bisschen schwieriger sein kann. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich glaube irgendwie nicht so richtig, dass das stadtbezogen ist. Ich glaube, ich verliebe mich immer in die Falschen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin also wenn ich mich verliebe, ich verliebe mich nicht so einfach, aber dann meistens unglücklich und dann wird es nie was. Ich suche mir einfach, ich stehe auf traurige Augen, das ist mein Problem. Und darum... Die traurigen Augen, die sind meistens natürlich immer ein bisschen gefährlich und da muss man sich eigentlich von fernhalten, aber ich habe da einfach so ein Fable für. Was war so das Verrückteste, was ihr mal über euch selbst bei Google gefunden habt, wo ihr dachtet so, was? Auch das ist natürlich eine Sache, wir äußern uns zu aktuellen Gerüchten auch in unserem Podcast, ja, also da macht erstmal, weil wir machen das eigentlich sonst nicht so viel. Ich weiß, die Leute glauben einem das nie, aber wir googeln uns eigentlich nicht. Aber für unseren Podcast machen wir es schon. Wir kriegen einen Pressespiegel immer geschickt und wir googeln uns auch mal und besprechen die aktuellen Gerüchte. Ja, voll cool. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie kommt ihr denn auf Themen bei euch im Podcast? Ist es so, dass ihr einfach setzt euch hin und redet über das, was euch einfällt, oder habt ihr so ein kleines Skript? Ich lasse Bill auch unglaublich gerne auflaufen. Also eigentlich mal so richtig so investigative Fragen oder auch mal Sachen, wo ich weiß, die kann er nicht wissen. Ja. Da lassen wir uns dann auch gerne mal... Sowas schreibt man sich jetzt schon auf. Und das schreiben wir uns schon auf oder auch so Träume, die man vielleicht mal besprechen will oder so. Ne? Also so Sachen, die wir sonst noch mal am Telefon gemacht hätten, wo ich dann denke, das besprechen wir jetzt nicht, das heben wir uns auf. Gab es in der Zeit mal, also als ihr angefangen habt mit Tokyo Hotel, gab es da mal richtig Krach so, jetzt bei euch beiden oder bei euch vieren? Nein, total. Ich glaube, gerade als wir jünger waren, haben wir natürlich auch viel physisch auch mal gekämpft. Ich wollte gerade sagen, ja. Wirklich? Da ging es dann mal mit Tischen und Stühlen und Radfahren und keine Ahnung, was man so gefunden hat. Auch in der Band. Ich weiß das noch. Ich habe mich früher ganz oft mit Gustav auch mal geprügelt und so. Also, echt? Ja, auf jeden Fall, klar. Als wenn man so mit 15, 16... Na klar, das war, glaube ich, sogar noch früher, weil wir haben unser erstes Album schon aufgenommen, da waren wir 13, ja. Also das heißt, dass man dann 13, 14 Jahre alt und da, klar, wenn da der eine die Tiefkühlpizza vom anderen weggegessen hat, da war dann Streit. Oder dann doch mal zu viel Espresso Martinis drin waren. Nee, so fancy gab es nicht. Da gab es nur Bier. Da gab es nur alles Bier, ja. Gibt es noch mehr so Stories, wo ihr sagt, Alter, das war echt so die verrücktesten Sachen, die in eurer Zeit passiert sind? Es gibt in L.A. einen Fan, die hat wirklich jede Frisur, die Bill jemals hatte, also jeden Style,
von Bill tätowiert. Gibt es irgendwelche verrückten, so, keine Ahnung, Konzert-, Festival-Geschichten oder sowas, wo ihr sagt, ey, das werdet ihr nie vergessen? Wir hatten wirklich schon alles, ne? Also wir hatten Leute, die sind in unser Zimmer eingebrochen. Es gab einen Fan in Russland, die ist nachts bei Tom im Zimmer gestanden. Eingebrochen, die sich einfach ins Bett gelegt hat. Dann Leute, die die Häuserwand hochgeklettert sind und auf einmal im Backstage-Raum standen. Und oder einmal wurde ich am Flughafen in Kiew auf den Boden gerissen mit meinem ganzen Schmuck ab und der Security musste mich unter den Leuten Massenpanik natürlich, Konzertabbrüche, wo wir dann irgendwie nur was in ihr reingesagt kriegen, wir müssen sofort von der Bühne runter. Und also es gab schon viele Sachen, ja.